Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsfahrer, noch einmal im Bus-Simulator. Dieses Mal geht es durch die Innenstadt und dabei bin ist natürlich auch wieder der Francesco von dem Kanal Seidenspinner. Hallo. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht ich bleiben starte sollen. Am zentralen Omnibusbahnhof am Zopp und du am Hauptbahnhof. Das ist so richtig. Wir haben uns mal gedacht, wir machen eine kleine Innenstadttour. Mal schauen, wie das so wird. Schade, dass man da nicht mit Gelenkbussen durch kann. Das hätte ich, glaube ich, noch. Oh, ich brauche keinen Gelenkbus. Ich habe mich schon so festgesetzt. Ja. Also ich hätte es gut gefunden, wenn man da. Also vielleicht kann man da ja sogar durch. Nur es wird halt nicht empfohlen. Keine Ahnung. Aber ich hänge die ganze Zeit am Dach fest. Echt? Oh, habe ich unterschätzt. Ja, das Dach ist ein bisschen breiter. Okay. Jetzt. Okay. Profi-Busfahrer. Aber saßen ja noch keine Leute im Bus. Oh Gott, nur das Busdach kaputt. Sag mal! Ach, da ist das Schild. Ich fahre den Bus immer kaputt. Da schätze ich gerade die Breite des Busses? Ja, ne? So, jetzt müsst ihr leider nochmal warten. Ich versuche hier erstmal. Ey, Profi anfangen. Richtiger Profi anfangen. So, jetzt aber. Vielen Dank. Keiner gesehen. Natürlich. Woche easy. Standard. Standard, Anzahl 2. Bin mal gespannt, wie die Tour so ist, ne? Also, 4 Euro zurück. Oh Gott. Ist jemand? Nee. Oh, es gibt wieder Fleisch. Wir haben richtig fette Kasse, mache ich gerade, ja? Echt? Ich nicht. Ja. Ich habe an den neuen. Also bis jetzt muss ich sagen. Ich habe über 100 Euro schon eingenommen mit 2 Fahrkarten. Ja. 100 Euro. Ich glaube, ich bin mir nicht verzählt haben. So, an die 100 Euro auf jeden Fall. So. Also bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was gesehen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt nicht mit dem Dings vorbeikommen. Wahrscheinlich kommen wir noch am Kathedrale vorbei, dann wird das heftiger da. Wie muss ich denn jetzt? Ich muss gerade ausfahren, okay. Ja, an der Kathedrale kommen wir sowieso vorbei nochmal, aber. Also es ist schon eng, muss ich schon sagen, aber es ist halt irgendwie auch. Hab ich Vorfahrt? Ich hab auf Schilder geachtet. Ich gesagt, nee, die haben. Müsste Vorfahrt haben. Okay, ja, gut, also mit dem Gelenkbus wäre das schon. Also gut, ja. Das wäre anders eng geworden. Mhm. Wir sind aber schon ganz schön nah. Aber wir haben ja eine kurze Strecke. Hier stinkt was im Bus? Muss ich jetzt irgendwas machen? Fenster lüften? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten, okay. Einzel, Standard und 2 Stück. Danke. Ja, jetzt geht's hier durch die enge Gasse. Ich habe Zeit zu gucken, ob jemand klar. Hier kein Ticket hat. Na klar, hier, bitte. Hier. Ich habe vorhin gar nicht geachtet, ob ich so früh losgefahren bin. Hier, bitte. Am Zopp. Ist ja nur bei der ersten Station. Was? Ach so. Ist ja nur die wichtigste, wo Leute einsteigen. Ja, also ich muss sagen, ich war bisher auch in der Singleplayer-Dings-Welt, war ich halt auch noch nicht am Zopp. Also ich habe den Zopp freigeschaltet gehabt. Aber das war es halt auch. Vorsicht mit dem Dach, sage ich schon mal. Vorsicht mit dem Dach, okay. Das Dach des Busses, ich hab mich mal kaputt gefahren. So. Aber ich gut, dass ich pünktlich, wahrscheinlich ein bisschen früh losgefahren bin. Hier stehe ich jetzt die ganze Zeit an der Kreuzung. Really? Also langsamer durchs Schlag hätte man gar nicht anfahren können. Okay, hier ist eng. Holy shit. Die Kurve habe ich nicht gut genommen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, das wird ein Spaß. Hältst du? Eigentlich hast du Vorfahrt, aber wenn du wartest. Thank you. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Hab ich nicht 3 Türen? Ja, hab ich. Alle draußen? Hoffe doch. Schade, dass es keine Kamera gibt, wo man sieht, ob alle draußen sind. F2?
Oder, ja, oder F3? Ja, ich hätte jetzt eher so eine Innenbuskamera gedacht. F3? Gibt's in Realität mittlerweile auch, oder? Meinst du F3? Ja, stimmt, das ist eine Innenbuskamera. Alter, okay, jetzt. Irgendwer sagt die ganze Zeit, was stinkt denn hier so? Was soll ich denn im Bus machen? Lüften? Ich guck gleich mal, ob ich Fenster aufmachen kann an der nächsten Haltestelle. Ich muss ein bisschen mehr. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Ein Plan. Komme ich da noch wieder hin? Scheiße. Hier ist bestimmt Einbahnstraße jetzt. Scheiße! Fick dich! Ja, sehr gut, jetzt habe ich mich verfahren. Ja, familienfreundliche Unterhaltung. Aber das ist Busfahrer. Busfahrer fluchen. Zumindest schon mal welche gesehen, die geflucht haben. Ist das auch eine Einbahnstraße? Nee, ist nicht so. Ja, aber in meine Richtung. Gut. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung, also muss ich schon sagen. Okay, mit dem Gelenkbus wäre es auch nicht gegangen, also safe quasi. Kann man das Navi irgendwie näher stellen, also dass man besser dran guckt? Ja. Nix. Von der Ampel? Wo ist meine? Ach, da vorne ist sie. Ich hatte grün, sehr gut. Die Ampel gerade nicht gesehen, dachte, die wäre eine Fußgängerampel. Ja. Okay, ich bin jetzt gleich am Rathaus, glaube ich. Ich habe gerade eine extra Runde gedreht. Geil. Ich habe eine Minute Verspätung schon. Oh, ich mag, was ich halt auch echt cool finde, oh Gott. Dass der was? Sound vom Cobblestone halt auch. Kollege! Ach, da war ein Fußgänger. Wer wartet der Fußgänger denn? Umfahren. Ist ja nur die Runde vorbei, wenn du das machst. Vollgas, ist mir gerade egal, ob ich nur 50 fahren darf. Ich kann das Wochenende kaum mehr durch. Also. Da ist die Haltestelle. Navi näher stellen kann man nicht, ne? Was für ein Ding? Bis dann. Navi, also dass das Navi näher dran ist. Eine Fahrkarte bitte. Ich wüsste. Danke. Was ist denn hier im Bus los? Es stinkt die ganze Zeit. Hier ist ein Marienkäfer im Bus. Aber habt ihr ein Biotop drin oder was? Wie läuft bei dir? Ich wollte sagen, du bist hier reingeschissen. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Okay, bei mir hat jemand gestern Shampoo gekauft. Ich glaube, die Leute müssen nicht mal ein bisschen. Was hat bei dir jemand? Dem hat sich gestern bei mir im Bus Shampoo gekauft. Da sollten wir vielleicht den mal bei dir im Bus setzen. Vielleicht geht's dann besser. Nächster Halt, Plöger Park. Natürlich. Tag 1, Standard 1. Ja, ich habe eigentlich keine Zeit. 6 Euro. 2, 4, 6. 20. Das ist aber auch echt. Hä, hab ich mir jetzt wieder verkackt? Lang Ding, ne? Hä? Irgendwie manchmal, wenn ich mit dem Wechselgeld komme, ich durcheinander. Jetzt. Danke. Ach, wollte ich nicht. So, los geht's, weiter. Geht's. Alle Türen zu. Und los, weiter geht's. Alter! Sag mal, ich blinke. Arschloch. Die warten immer. Ich mag meine Persönlichkeit als Busfahrer, habe ich das schon mal gesagt? Kann gut sein. Du bist da irgendwo in der Nähe, bist du hier. Du bist 0,2 Kilometer entfernt. Muss jetzt hier links? Ja, muss ich. Komm ich hier links? Nein, das ist nah bei der Straße. Nächster links. Bis dann. Wiedersehen. Ja, bis dann. Links. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten. Ich glaube, wir sehen uns vielleicht diesmal sogar gar nicht, weil so viele Einbahnstraßen. Ja, das kann gut sein. Es sei denn, wir sind in einer, obwohl. Danke. Ja, kann gut sein. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Standard-Fahrkarten. Nein, eine mehr. Geil, 56 Euro. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Ja, direkt an der Kathedrale sehen wir uns vielleicht gleich. Darf ich Ach, guck mal! Ach, kommen Sie. Hinten. Siehst du mich? Was? Ah, da!
Ja, ich fahre aber auch geradeaus weiter. Entschuldigung. Ich hätte mir schon gedacht, ich stehe mich in der Einbahnstraße. Ah, jetzt brauchen wir noch die Rampe. Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich komm ja sowieso gar nicht hier rüber, weil da gerade Stau ist. Standard Anzahl 1 drucken. Wechselgeld 380. Jo. Ja, ich mache jetzt erstmal die Fahrkarten und dann komme ich gleich mit dem Dings zur Hilfe. Standard, Einzel. Ja. Oh, ich komme mir doch nie rüber, ey. So. Und jetzt, wie mache ich gleich mal die Rampe aus? Ach, nicht zu. Wie mache ich gleich mal die Rampe raus? Wie war das? Mit G. Oh, wenn jetzt gleich von links. Ach, ich dachte, wir müssen die Türen zu sein, ja, erinnere mich. G. Wenn die Fest. Ach, wie macht man denn die feste Bremse nochmal? Oh, ich hasse es. Weißt du das, feste Bremse? P. Und jetzt. Ich ziehe nie die feste Bremse an normalerweise. Ja, ne, ich auch nicht. Also, es ist halt nur relevant, mehr oder weniger, wenn man halt, ne, hier die Rampe ausfahren muss. Jetzt rein. Jetzt habe ich ordentlich Verspätung. 4 Minuten. Ups. Ja, das wird bei mir auch noch sein. Also. Ich stehe jetzt hier auch noch im Stau. Same hier. Alter, was ist denn hier los, Leute? Hupen bringt immer, habe ich gehört, im Stau. Ich überlege, ob ich einen Dickhead-Move mache. Komm, ich habe keine Zeit. AKP. Da passe ich noch dran vorbei. Vor allem, ich fahre jetzt, glaube ich. Jetzt fährt der LKW los. Ich fahre jetzt zu der Haltestelle, wo du gerade eben gewesen bist. Wo muss ich denn lang eigentlich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte vielleicht am Ende nochmal irgendwie auf Dings wechseln sollen oder so. Aber wobei ich glaube, bei dir ist die Strecke sogar prinzipiell vom Navi her angenehmer. Weil bei mir ist es halt so, ich fahre ja invertiert und dadurch, weil es überall Einbahnstraßen sind, die ja auf deine Route, beziehungsweise auf die nicht invertierte Route ausgelegt sind, muss ich halt 300 Schleifen fahren. Alter, der steigt! Warum? Du hast einen Rollstuhl, der fährt einen Meter weiter. Aber vielleicht kann er nicht so weit schieben. Ja. Ich krieg mich schon wieder über Rollstuhlfahrer auf. Hauptsache, das Let's Play macht mich irgendwie nicht sympathisch. Diese Let's Play macht mich irgendwie nicht sympathisch. Ich krieg mich schon wieder über Rollstuhlfahrer auf. Standard einzelne Woche. Ach, Woche. Rücken. Ja. 2 zurück. Ach komm. 2 zurück. Alter, wie viele Fahrkarten ich verkauft muss. Einzel. Standard. Anzahl 1 drucken. Du auch noch? Irgendwer noch eine Fahrkarte? Nein, gut. Okay, dann bitte Tür wieder dazu. Parkstellbremse rein und G rausfahren. Mal kurz schauen, ob er rausgefahren hat. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche 7 nur ein. Alter, hier ist so viel Verkehr in der Stadt. So, fahren Sie raus. Geh wieder rein. Verspätung ist da. Ach, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Direkt links, okay. Geh rausnehmen. Wieder in die, nein, wieder in die Ego-Sicht und weiter geht's. Oh, tut mir leid. Aber hier geht's noch. Alter. Wir sind im Feierabendverkehr, habe ich das Gefühl. Da ist irgendwie Dämmerung, scheint ja gerade eben noch. Passt, ne? Fast. Also, kommt doch an, wenn Winter ist, dann Feier. Passagier zurückgelassen, weil verlassen, da hatte ich ja... Hä, wann habe ich den Passagier zurückgelassen? Kann ich auch nichts für... Hä, der wollte doch aussteigen, der ist doch... Was? Hä? Eigentlich die Tür 10 Stunden lang offen gehabt. Ja, wenn der zu blöd ist, so einer da aussteigen, kann ich auch nichts dafür.
Ich weiß, ich darf ja eigentlich nicht vordringen. Ja, fahr. Es ist scheitdicht. Ich dringe mir jetzt einfach hier rein in die Autos. Ja, fahr. Ich hasse, dass das immer so hin und her ruckelt, dass ich nicht entscheiden können. Ich weiß, ich fahre gerade wie ein Arsch, aber ich will Zeit davon. Am Rathaus hast du keine Freunde. Da geht die FPS in den Keller. Hey, lange nicht gesehen. China? Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Ach komm, ich sehe das auf dieser blöden Map nicht. Kann man die Map nicht größer machen? Das ist doch scheiße, Leute. Wo muss ich jetzt lang? Ich fahre jetzt geradeaus. Ich glaube, das ist richtig. Kann man da zoomen? Da rechts starten keine. Jetzt steht hier jemand auf dem Parkplatz. Ich weiß, wie scheiße den jetzt. Ach, ich wollte ihn gerade zusammenscheißen. Dann fährt er weg. Ja, besser ist es, Kollege. Besser ist es. Rage Mode enabled. Ja. Kommt rein. Keine Zeit. Ja, natürlich willst du Fahrkarten. Mach mal früher. Ständen natürlich so tun, schön hat einen Pack. Oh, ich mag das jetzt viel, ey. Aber wenn man hat so passend bezahlt. Einzelstandard. Ja, Pop nie mal gucken, niemand. 2,80. Nächster Halt. So, du auch noch Fahrkarte? Natürlich. Zwei Studentenfahrkarten. Sag mal. Wir sind so viel spät zu tun. Dran, ich müsste abends so Sheriff-Fahrkarten kaufen. So. Wiedersehen. Zwei Studenten-Tag. Tag. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Zwei Gruppen. 4,20. Ja, ich habe 5 Minuten Verspätung. Bitte? Ich habe 5,5 Minuten Verspätung. Harmlos, ich habe 8. Oh, läuft. Nächster Halt, Handelszentrum. Ein Bus fährt nicht. Ja, mehr. Pünktlich hier zu sein, das kannst du eigentlich vergessen, weil da kommt der Innenstadt fährt. Sie ist gefühlt noch schon mal als Industriegetone. Mein Bus fährt nicht mehr los. Habe ich Türen nicht dazu gemacht? Jetzt habe ich Türen dazu. Leicht daran merken können, dass ich noch ein bisschen vom Bus her komisch liege. Schlagloch erwischt, ja, ist mir jetzt auch egal. Was habe ich denn jetzt schon wieder erwischt? Ein Rad hat den Bordstein berührt, ja, scheiß drauf. Wenigstens fährt die KI hier bei grün. Alter, wie krass wirst du die Kurve noch schneiden? Aber ich mag, dass die immer freundlich sind. Moment. Ach, die wollen noch rein. Wo ist meine Tasche? Handelszentrum. Ja, steig ein! Dabei! Huck nicht doof, steig ein, du Troller, sonst fahr ich gleich los. Ist mir so egal. Die stehen vor dem Bus und gucken blöd mich an. Tschüss. Ja, wir haben jetzt geschrieben. Ah. Gehen Sie weiter! Willst du mich verarschen? Einsteigen sofort, sonst rufe ich die Polizei. Keine Ahnung warum. So, also die steigen bei mir einfach nicht ein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Ich fahre jetzt gleich einfach los, ist mir scheißegal. Mal gucken, was passiert. Was du ist dir echt mal die Aussicht am Hafen nee, ich kann ja die. Oh, und krieg dich aus der Tür raus. Kriegst du jetzt einen Bug? Was? Die Leute steigen bei mir nicht im Bus ein und laufen nicht weiter in der ersten. Kann sein, dass sie die Tür blockieren, weiß ich nicht. Ja, die blockieren die Tür, aber ich krieg sie auch nicht, kann ja auch nicht sagen, die Tür nicht blockieren. Auch nicht mit F3 und dann auf die drauf gehen und drücken. Also nee, geht gar nichts. Nee. Ach komm. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Türsperrung, Tür. Ich bin verwirrt. Entsperrung. Muss ich mir mal anschauen. Hä? Achso. Ich hab grad eben. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weiterfahre. Ich stecke jetzt nochmal ein. Oder habe ich irgendwie übersehen, dass ich eine Fahrkarte. Ach, der hat schon einen Fahrkartenwunsch. Ja, ich bin blöd. Alles gut. Irgendwie komme ich heute vom Regen in die Traufe, wie man so schön sagt. Wechselgeld 3,40. Danke. Woche
Standard 2, Alarm rufen. 4 Euro. Ach, leck mich, wie viele Fahrkarten wollt ihr denn eigentlich noch haben? Ich hasse die Werbepausen im Winter. Ach, der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn spannend wird. So, Einzel, Standard, drücken. Bitte in Haltebuch 3 halten, okay. Und weiter geht's. Haltebuch 3 ist jetzt die hier. Ja. Fahrgeld mit verriegelten Türen? Welche Tür habe ich dir jetzt verriegelt? Nächster Halt, zentraler. Ja, leck mich. Endstation. Bitte alle aussteigen. Komm, jetzt kann ich auch noch Türen freigeben. Die wollen doch nicht aussteigen. Tür sperren. Hä, ja, wieso? Ach, hier, der ist gesperrt, komischerweise. Hätten sie auch so aussteigen können, das wäre jetzt nicht so wild gegangen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. So, und weiter geht's. Wiedersehen. Muss ich jetzt hin? Tschüss. Hier rechts, ne? Nee, kann ich gar nicht. Ja, ich weiß, er hat eigentlich Vorfahrt. Rechts abbiegen. Jetzt ist ja nur eine schöne Ampel. Das ist echt eine leichte Agro-Folge. Übrigens, Verspätung 10 Minuten. Ja, ich war mit 5 vor 5,5 oder so da. Bist schon da, ja, ne? Ich bin schon da. Ich auch gleich. Wenn diese Ampel grün ist, bin ich auch da. So. Wir haben jetzt auf Discord geschrieben. Ah, so. Ja. Und jetzt müsste ich auch da sein. Sehr gut. Falsche Haltestelle? Willst du verarschen? Wie soll ich denn sonst hinkommen? Ah, diese blöde Mistkarre hier. Ah, schön. Kann man sich heute Kreuze einfädeln, wenn rot ist? Jetzt sind ja auch noch überall Ampeln, die rot sind. Fuck you. Fuck you very, very much. Aha. Sag mal, gibt's eine Grünphase oder muss ich sowas kaufen? Weiß ich nicht. Dankeschön. Oh, kann man hier auch runtergehen? Oh. Alter LKW. Sag mal. Okay, das macht natürlich Sinn, dass man nicht darüber läuft. Okay, ich verstehe. Weil ich finde. Und schön ich, reingefahren. Oh. Sehr gut. Darf ich einen Riesenkreis fahren, weil ich gefahren habe? Vollgas, Vollgas. Wenn die Ampel jetzt rot wird, ist mir das egal. Ich zieh durch. Weil sie bleibt grün. Brav. Ich laufe gerade über Wasser rüber. Ich werde nicht nass. Jesus Christ. Ich zieh einfach durch, ob jemand kommt. Alter! Ja, der ist in mich rein. Ah, schön. Ich weiß, der hatte Vorfahrt, aber ich dachte, er bremst, wenn ich da. Oder ich bin in ihn reingefahren. Ist mir gerade egal, ich bin jetzt einfach nur noch ein Ziel. Bin frustriert. So. Schick jetzt hier noch was dran? Nee. Es steht nur Linie 4 dran, aber nicht, wo es hingeht, weil die Tür zu Ende ist. Okay. Ich verstehe. Da mussten sich Leute festhalten. So. Ich bin da! Ich bin endlich da! Herzlichen ja! Du musst immer die kleinen Erfolge im Leben feiern. So.
Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, macht's gut. Vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Ja, oder in einem anderen Spiel mal wieder. Mal schauen. Und hoffentlich da auch erfolgreicher. TSW zum Beispiel würde ich auch nicht besser. Okay. Ja, lass nicht drüber reden. Okay, mach's gut. Ich hab das Aufnahme in der Hinterhand, wo ich sagen würde, Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.